Hallo, ich möchte euch hier zeigen, wie der Milchschaumreiniger von Ambiclean zu benutzen ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich werde jetzt mein Milchsystem von der Kaffeemaschine ausbauen. Das ist bei mir glücklicherweise komplett getrennt von der Kaffeemaschine und kann ausgebaut werden und die Prozedur halt mit der Reinigung durchführen. Für die Reinigung brauche ich 250 bzw. habe ich hier ca. 300 Milliliter Wasser. Den Reiniger natürlich und mein Milchsystem inklusive Messdose, damit es auch richtig abgemessen ist. So, ich habe hier ca. 8 Milliliter der Flüssigkeit abgemengt. Entsprechend der Bedienungsanleitung brauche ich für 250 Milliliter Wasser ca. 7,5 Milliliter von dem Mittel. Das werde ich jetzt in meinem Wasser durchrühren und danach die Teile des Systems reinplatzieren. So, das reicht. Und wie gesagt, mein System lässt sich glücklicherweise komplett ausbauen und somit in einem Glas platzieren. Falls es bei euch nicht geht, könnt ihr genauso gut den Wassertank von der Maschine benutzen. Da bräucht ihr ein bisschen mehr Mittel, weil meine Maschine läuft nicht, wenn sie weniger als 500 Milliliter Wasser drin hat. Und dann geht halt die Reinigung durch das komplette System. Man sieht, das Milchsystem ist schon ziemlich versaut. Teilweise sind es deutliche Milchreste zu sehen. Die möchte ich natürlich jetzt komplett entfernen. So wie ihr seht, habe ich das System komplett rausgebaut und in mein Glas mit dem Reinigungsmittel reingesteckt. Jetzt lasse ich das Ganze für 10-15 Minuten eigentlich da stehen, damit alle Milchreste entfernt werden und danach ausspülen und auswaschen. Mehr ist es nicht, es ist wirklich eine extrem leichte Gelegenheit und ich mache sowas einmal in der Woche, damit keine Keime entstehen und damit mein Milchsystem dann auf Dauer auch gut funktioniert. Dankeschön.